die Bayern im Allianz Wintercamp. Die Fans in Florida hautnah dabei beim Vorbereitungsspiel ihrer College-Mannschaft The Gators, zu Deutsch die Alligatoren, gegen die Münchnerinnen. Und die vor allem athletisch gut vorbereiteten US-Girls machten es den Bayern lange Zeit richtig schwer, bis Vanessa Bürki kurz vor der Halbzeit die Führung nach Vorarbeit von Vivian Miedema und Melanie Behringer gelingt. Bei einem Chancenverhältnis von 11:1 zu diesem Zeitpunkt sicherlich verdient. Zweite Halbzeit, zweites Tor. Diesmal darf Katie Stengel in ihrer Heimat ran. In der Wiederholung gut sichtbar die Hackenvorlage von Younis Beckmann. Aber das ist noch nicht alles. Es geht noch weiter mit Younis. What a strike, heißt es im Originalton, zu Deutsch ein Hammer. Das 3:0 durch Younis Beckmann in der 69. Spielminute. Einen haben wir noch, kurz vor Schluss. Laura Feiersinger, nach langer Verletzungspause im Trainingslager endlich wieder voll mit dabei, lässt sie einfach alle stehen und zieht ab. Der Schlusspunkt in einer Partie, die die Bayern gefordert hat, am Ende aber genauso für gute Laune bei Fans und Spielerinnen sorgte. Ja, ist mega geil. Also ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt. Ich war bis jetzt zweimal in Amerika, aber die Stimmung, die war echt bombastisch. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass so viel los ist über so ein Spiel. Das Spiel war spannend genug, hat man gesehen. I had to explain to a couple teammates a little bit because they weren't used to the whole college environment, but it was great. It was different than in Germany, but good. War gut, das hat richtig Spaß gemacht. Es war sehr körperbetont, finde ich. Also es ist schnell hin und her gegangen und die waren auch richtig stark. Also am Anfang glaubt man es eigentlich gar nicht so, weil doch, also ich finde immer so, der Style von den Trikots und so, das schaut immer sehr mädchenhaft und so aus, weil es ist doch ein Unterschied zu uns, aber so im Endeffekt, das haben die richtig gut gespielt. Und wir wurden sehr gefordert und das ist eigentlich genau das, was wir gebraucht haben. Wir wollten einen Testgegner haben, der uns in mehreren Belangen einfach fordert und ideal. Es gab auch viele Bayern-Fans hier, haben wir schon gesehen, und das macht auch, das ist auch ganz gut, dass die auch zum Spiel kommen für uns und auch für die anderen Mannschaften. Vom Ergebnis her sehr, sehr gut, 4-0. Ich glaube, gegen die Mannschaft war es sehr schwierig. Die waren richtig fit, athletisch richtig gut. Das hat uns sehr gut gefordert, war ein gutes Testspiel. Und ich denke, wir können aber zufrieden sein mit dem ersten Spiel. Vielen Dank for coming to America. Yay!